Theologe, der das Grundsatzprinzip erklären kann. Ich hatte noch letzte Woche eine Diskussion gehabt bei mir auf der Arbeit, wie ich das gesagt habe, dass Jesus im Christentum Gott ist. Und wenn man die Glaubensbekenntnisse liest, steht dort ganz deutlich drin, sei es lutheranische Kirche, sei es katholische Kirche, sei es die Zentrallehre der Kirche, Jesus ist Gott, es ist notwendig daran zu glauben, dass Jesus Gott ist, weil, dass jemand für die Sünden der Menschen stirbt und das Opfer ist, kann nur das perfekte Opfer gelten und das kann nur Gott selber sein. Und wenn du nicht glaubst, dass er Gott ist, dann reicht das Opfer auch nicht und dann kann es auch für dich kein Heil bringen. Und diese Frau sagt zu mir bei der Arbeit, ja, die darüber anfing, nee, ist totaler Quatsch, was du erzählst, das stimmt doch gar nicht. Jesus ist nicht Gott bei uns. Jedes Firmung, dies, das komplette Programm durchgemacht. In der Schule, Religionsunterricht. Und wie kann das sein, und da soll sich jemand selber, ich will keinen angreifen, aber soll sich jemand Gedanken machen, wie kann das sein, dass 90% oder ich weiß nicht wie viel Prozent, ein großer Prozentsatz der Christen, die Firmung mitgemacht haben, die sonntags in die Kirche gehen und die Religionsunterricht in der Schule haben, dass die das Grundprinzip von Christentum weder selber verstanden haben, geschweige denn jemand anderem erklären können. Gestern war auch Diskussion, wir hatten gestern einen Vortrag in Singen gehabt. Da war dann auch eine Frau gewesen, seit 8 Jahren in einer freikirchlichen Gemeinde, die konnte mir das Konzept der Trinität nicht richtig erklären. Islam kann dir jeder erklären. Das, was ich eben gesagt habe, 3 Sekunden. Es gibt einen Gott, der allmächtige Schöpfer, Lenker, herrscht das ganze Universum. Der hat dich erschaffen. Der hat dich erschaffen, damit du im Dienst, hat Bücher gesandt, herabgesandt, damit, wenn du im Dienst gehst ins Paradies. Das ist der Preis dafür. Alhamdulillah, Gott wird dir verzeihen. Punkt. Einfach, versteht jeder. Und das ist etwas, was jeder Mensch akzeptiert. Das heißt, diese Botschaft muss einfach sein. Und die Grundbotschaft dieser Religion ist, wie gesagt, ich will nochmal erwähnen, ich will niemanden damit beleidigen, ich will nur zum Nachdenken anregen, denn natürlich kann man davon ausgehen, dass ich als Ex-Protestant mir auch Gedanken darüber gemacht habe, warum ich zum Islam übertrete. Und das sind meine Gedanken. Es kann ruhig jemand andere Gedanken haben, das akzeptiere ich voll und ganz, aber man soll sich darüber Gedanken machen. Islam, grundlegende Botschaft, ganz einfach. Diene dem Schöpfer, vermeide die Anbetung der Schöpfung. Diene dem Schöpfer alleine. Alleine, alleine, alleine. Der Schöpfer wird nicht durch die Schöpfung angebetet. Und deswegen ist es auch falsch, wenn man den Muslim als Mohammedaner bezeichnet. Erstmal sowieso, wie ich eben schon gesagt habe, Islam heißt sich Gott ergeben. Ist der Name, hat Gott gegeben für die Religion. Mohammedaner impliziert, wie bei Christentum, wie bei Buddhismus, dass dort eine andere Person, weil im Buddhismus gibt es auch Gruppen, die Buddha anbeten, dass diese Personen angebetet werden. Dies beinhalten diese Worte. Christentum, Buddhismus und so weiter und so fort. Aber Islam verneint es ganz entschieden, dass der Prophet Mohammed s.a.w. in irgendeiner Art und Weise angebetet wird. Sei es Bittgebet, wenn wir Bittgebete machen, weil viele haben die falsche Annahme, dass im Islam gibt es 5 Gebete am Tag, ansonsten beten die nicht. Och, das sind einfach nur hoch runter. Bei einigen Leuten ist das vielleicht hoch runter, aber wer das Gebet richtig verstanden hat, bei dem ist es nicht nur hoch runter. Das ist ein Vorurteil, was keinen Hand und Fuß hat. Sondern wir können immer beten. Ich kann jetzt beten. Allah, öffne die Herzen von allen Menschen in der Schweiz. Amen. O allmächtiger Gott, festige mich in der Religion. O allmächtiger Gott, lass uns heute heil zu Hause ankommen. O allmächtiger Gott, gebe mir Weisheit in der Religion. O allmächtiger Gott, gib uns Weisheit und zeig uns das Wahre als wahr und hilf uns zu befolgen. Und zeig uns das Falsche als falsch und hilf uns zu vermeiden. Amen. Ich kann immer beten. Wenn ich draußen fahre, da brauche ich nicht erstmal Wudu zu machen und dann fange ich an zu beten. Ich kann im Auto beten, ich suche einen Parkplatz. Oh Gott, mach, dass ich einen Parkplatz finde. Kein Problem. Wir sind 24 Stunden, 24 mal 7 heißt unser Motto. 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche sind wir mit Gott verbunden. Das ist Islam. Nur falls jemand diese falsche Annahme hat. Ja? So, und die Botschaft ist, die grundlegende Botschaft ist, dass man Gott in seiner reinsten Form anbetet. Und was viele Leute schockiert,
Wenn wir zum Beispiel andere Religionen betrachten, wir sagen zum Beispiel Christentum, weil die meisten werden wahrscheinlich Christen sein, die hier nicht Muslime sind. Wenn wir sagen, warum betest du Jesus den Menschen an? Er wird sagen, wir beten nicht Jesus den Menschen an, sondern wir beten Gott an, der inkarniert ist. Inkarniert, Karne, kommt vom Fleisch, der fleischgewordene Gott beten kann. Aber im Endeffekt betest du die Schöpfung an. Im Endeffekt endest du, dass du die Schöpfung anbetest. Vielleicht wird das jemandem deutlicher, wenn der Hinduismus betrachtet. Hindus glauben an einen Gott. Viele werden denken, wie Hindus, die haben doch tausende Skulpturen. Ja, aber sie glauben an einen Schöpfergott, Brahma. Aber sie glauben, dass Gott sich in verschiedenen Elementen manifestiert hat, Tiere, Menschen, Steine und so weiter und so fort. Und deswegen werden diese Dinge angebetet. Aber wir sagen ganz eindeutig als allererstes, Gott ist Gott. Und Gott ist ein deutlich getrenntes Wesen von seiner Schöpfung. Und wenn du ihn als Mensch machst, dann hast du ihn niedriger gemacht als Gott. Im Falle von Jesus beispielsweise oder Krishna. Du machst ihn zu Gott oder Osho und so weiter. Machst ihn zu einem Mensch, inkarnierter Gott, der vielleicht von anderen Menschen, wie im Fall von Osho, gefangen genommen wird, kein Visa bekommt für irgendein Land, Rückenschmerzen hat, Asthma und so weiter. Im Falle von Jesus, wie Christen behaupten, wurde er getötet von anderen Menschen. Wir sagen, Gottes Eigenschaften sind immer Gottes Eigenschaften. Wird jemand sagen, kann Gott nicht alles tun? Ja, alles, was ihn zu Gott macht. Aber laut Bibel kann Gott auch nicht alles. Zum Beispiel steht in Jesaja, Gott kann nicht lügen. Weil Gott ist wahrhaftig. Und es wäre absurd zu sagen, er ist gleichzeitig wahrhaftig und gleichzeitig ein Lügner. Es ist absurd zu sagen, er weiß alles, aber ist dumm in der Schule, Auzubille. Und der Islam beschreibt Gott immer mit den vollkommenen Eigenschaften. Kannst du jetzt sagen, er wird Gott ein Moskito und dann hast du ihn gefressen? Subhanallah, das ist nicht Gott, sondern Gott ist Allahu Akbar. Größer als alles. Wenn du ihn kleiner machst als das, ist er nicht mehr Gott. Und deswegen ist diese Annahme sowieso absurd. Und diese Annahme würde jeden Schwachsinn zulassen. Weil dann könntest du sagen, ja vielleicht hat Gott ja die Bibel offenbart, die ist nicht verfälscht worden. Und in der Bibel steht drin, du musst dich taufen lassen, Apostel Paulus, Römerbrief 6. Dann hast du den Tod von Jesus auf dich genommen und so weiter und so fort. Und dann, am jüngsten Tag, wäre es ja dann möglich, wenn du sagst, ja, ist kein Problem, wir können Gott auch mit negativen Eigenschaften beschreiben, so wie einige Leute bezeichnen. Ja, wenn ich sage, Jesus ist Gott und er ging auf Klo und hat gegessen, hatte Angst und so weiter und so fort, ja, beschreibe ich ihn mit negativen Eigenschaften. Dann ist, wenn du jetzt kommst mit, ja, okay, Gott ist ja Gott, kann alles, ist anders als du denkst. Ja, wir sagen, Gott ist anders als wir denken. Im positiven Sinne überlegen, dass wir uns ihn nicht vorstellen können, aber nicht im negativen Sinne, dass er zur Ameise wird und tritt sie platt. Weil ansonsten würde jeder Schwachsinn könnte man dann zulassen. Zum Beispiel wäre es dann möglich, was ich eben schon sagen wollte, dass Gott gesagt hat, laut Bibel, Römerbrief 6, hat dem Apostel Paulus inspiriert, wer sich auf den Tod Jesus taufen lässt und so weiter und so fort, geht ins Paradies. Und dann kommst du am jüngsten Tag und dann sagt er, Echi Pumpechi, verarscht, ab in die Hölle. Das wäre dann möglich. Aber natürlich wird Gott so nicht beschrieben. Deswegen ist es absolut entgegengesetzt jeder Logik, so etwas aufrechtzuerhalten. Und außerdem, der so etwas aufrechterhält, und das ist etwas, was laut von uns Muslimen als eine Botschaft von allen falschen Religionen definiert wird. Ja? Wir sehen beispielsweise, jede falsche Religion ruft dazu auf, Gott entweder die Schöpfung anzubeten oder zu sagen, Gott wäre ein Teil der Schöpfung oder ein Teil der Schöpfung geworden oder Gott ist als Mensch irgendwie gekommen.